Livestream. Schön, dass ihr am frühen Morgen, ja, 9 Uhr, geht ja definitiv schon um Motorsport zu schauen, Motorsport zu machen. Und die ersten, die am heutigen Tage hier gleich dran sind, in wenigen Minuten ist der Prototype Cup Germany LMP3 Boliden, die uns gestern schon viel Freude gemacht haben mit ihrem Rennen. Ein Rennen, das sich gegen Ende hin erst richtig spannend gestaltet hat, komme ich sicher gleich drauf zu sprechen. Wobei man muss sagen, das Qualifying an sich, diese 15 Minuten sind natürlich sehr, sehr eng, um hier entsprechend eine perfekte Runde zu fahren. Perfekte Runde gestern gefahren hatte tatsächlich dann das Team, das am Ende Dritte geworden sind, nämlich für Koireinen Campi Motorsport, Laurenz Höhr und Matthias Lütten. Warum und? Ja, weil beim Prototype Cup Germany sich zwei Piloten in den allermeisten Fällen ein Auto teilen. Und hier war es mit Laurenz Höhr natürlich unser einziger gold eingestufter Fahrer, der sowohl im Qualifying als dann auch im Rennen tatsächlich richtig, richtig Feuer gemacht hat. War Polesetter. In der zweiten Position war es Oscar Tunjo, der Kolumbianer, der zusammen mit Julien Apotello, dem Schweizer, für Van Ommen Racing auf Platz 2 gefahren ist. Aber dann im Rennen kam die Wende und am Ende des Tages haben die beiden dann das Rennen gewinnen können. Hinterm Safety Car, das war dann die traurige Nachricht, und wir hoffen natürlich auch, dass das Auto, das gestern kurz vor Ende des Rennens dort verunfallte, einer der Konrad Motorsport LMP3 Boliden, dass da alles wieder heile ist, dass wir wieder mit allen Fahrzeugen, mit den beiden Damen, wir haben zum einen Courtney Crone, eine 22-jährige US-Amerikanerin, und wir haben mit Gabriela Jilkova, eine 28-jährige junge Dame aus der Tschechei, die uns auch in der GT4 ja schon untergekommen ist, dementsprechend dort tolle Rennen gefahren hat. Also wir freuen uns auf das, was heute kommt. Aber heute werden die Karten komplett neu gemischt. Denn die, die gestern zugeschaut haben, mit Ausnahme von Martin Andersen und mit Ausnahme vom US-Amerikaner Danny Safi, denn die fahren alleine im Auto. Alle anderen, die gestern das Qualifying gefahren haben, schauen heute zu, drücken die Daumen, dass das eine möglichst gute Ausgangsposition für den vierten Meisterschaftslauf des Jahres wird. Jerry Hauser und Markus Pommer gestern dann auf der zweiten Position. Hinter, wie gesagt, Oscar Tunjo und Julien Apotello. Und wir hatten dann mit Robin Rogalski und Valentino Catalano dann eben auch die Drittplatzierten und die Tabelle deswegen auch nach drei gefahrenen Meisterschaftsläufen sehr, sehr, sehr eng beieinander. Hier sehen wir eins der Fahrzeuge stehen. Das ist das Auto mit der Startnummer 6 und damit reden wir vom Siegerauto von gestern, Oscar Tunjo und Julien Apotello. Oscar Tunjo, der Kolumbianer, der auch schon im ADAC GT Masters unterwegs war. Julien Apotello, der Schweizer, der vor, es müsste 4 Jahre gewesen sein, in der ADAC TCR Germany einmal die Chance gehabt hat, durch ein Ausscheidungsevent, ein Event, das sich für junge, talentierte Schweizer Motorsportler engagiert und kümmert, da hat er das gewonnen. Das war eine Kombination aus Seat Schweiz und Autoscout 24. Ja, und dann saß er die Woche, das Jahr drauf, eben im Cockpit eines TCR-Autos. Und die beiden, wie gesagt, gestern siegreich beim dritten Lauf der Saison. Denn wir waren in Hockenheim schon mit dem Prototype Cup Germany unterwegs. Und hier war dann eben gestern der dritte Lauf. Die V8-Boliden brummen, die Fans sind guter Laune. Schön, dass ihr alle da seid. Wir hatten gestern wirklich schon eine richtig volle Bude hier in Oschersleben. Das ist ja wirklich sehr, sehr heimelig, sehr, sehr klein. Und das ist ja wirklich auch große Klasse, dass man hier so nah beieinander sitzt, dass du aus vielen Tribünenpunkten auch sehr viel von der Strecke überblicken kannst. Hasseröder war natürlich rappelvoll, aber auch um die Strecke haben wir gesehen, dass die Fans immer wieder auch mal ihre Positionen gewechselt haben. So,
Grünes Licht am Ende der Boxengasse heißt, das zweite Qualifying des Prototype Cup Germany ist somit eröffnet. Und es sind, wie gesagt, die Fahrer, die gestern zuschauen mussten beim Qualifying. Die Fahrer, die gestern und Fahrerin natürlich, die gestern den zweiten Stint gefahren haben. Nur zwei sind eben alleine im Auto unterwegs. Und das ist Martin Andersen und das ist Denis Safi, der eigentlich mit Nico Silva hätte fahren sollen, aber wie gesagt, da gab es noch entsprechend die Änderung. Jetzt heißt es auch wieder, den Reifen wach zu küssen. Das passt ja zum morgendlichen Ritual, auch im Motorsport in diesem Falle, dass man den Reifen auf Temperatur bekommt. Aber die Zeit, jetzt hier im Prinzip mit den Wedelbewegungen zu beginnen, dann das Auto über die Bremse, die Temperatur in die Bremse, in die Felge und dann ableitend in den Reifen zu bekommen, die ist natürlich mit 15 Minuten sehr, sehr eng. Ich bin mal gespannt, ob da der ein oder die andere eventuell dieses Vorhaben genau in der Form macht. Das heißt, würde bedeuten, man fährt raus, man fährt zwei Runden, kommt dann rein, hat dann eine richtig heiß glühende Bremse. Der Erzer hat sich auf dem Weg zur Hasseröder schon vertan und gedreht. Die Startnummer, wenn er dann aus der Rauchwolke rauskommt, ja, von hier aus nicht zu sehen. Doch, jetzt sehen wir sie, ganz groß. Die Startnummer 15 ist das. Race Experience, Markus Pommer und Gary Hauser. Die Zweitplatzierten von gestern, okay. Da war der Reifen tatsächlich noch nicht wach geküsst. Und aber an der Stelle, das Wedeln. Das Wedeln war letztendlich das Problem. Und er wedelte dann quasi zwar auf der Strecke, aber mit einem Dreher. Und auch das ist natürlich eine gänzlich unbefriedigende Ausgangsposition, wenn man jetzt hier mit einem nicht mehr zu 100% rund laufenden Michelin-Reifen, weil das ist der Reifenpartner des Prototype Cup Germanys, einfach jetzt klarkommen muss, minimale Vibrationen, und wenn es halt hier tatsächlich um Hundertstel und Tausendstel gehen könnte, dann hast du halt einfach nicht die perfekten Ausgangspositionen. Selber schuld, muss man in dem Fall sagen. Gott sei Dank ist kein anderer schuld. Hier das Auto, das gestern lange, lange Zeit geführt hat, von Corainen Campy Motorsport. Jetzt ist Matthias Lüthen der gestern ja in Führung liegend übernommen hatte. Das Boxenstopp-Fenster, das wir zwischen der 22. und 33. Rennminute haben. Und jetzt kommt dann ja noch ein Handicap-Aufschlag dazu. Ich sprach vorhin schon von unterschiedlichen Fahrereinstufungen. Wir haben Bronze, wir haben Silber, wir haben einen goldenen. Und dementsprechend gibt es dann auch bei der Boxenstopp-Standzeit einen Aufschlag. Beispielsweise am schlechtesten trifft es bezüglich die beiden Silberfahrer, die alleine fahren, die den Fahrerwechsel nicht vornehmen müssen. Die müssen zu den vorgegebenen 90 Sekunden dann nochmal zusätzlich 25 stehen. Also die stehen tatsächlich 115 Sekunden dann. Also sie stehen nicht so lange, sondern von der Boxengasse Einfahrt bis Boxengasse Ausfahrt. Die Fahrerpaarung mit Laurenz Höhr und Matthias Lüthen, einmal Gold, einmal Bronze, stehen 20 Sekunden länger, 5 Sekunden weniger als der Alleinunterhalter Andersen und Safi, aber sie stehen 20 Sekunden zu den 90 dazu. Und die ganzen Fahrerpaarungen mit Silber und Bronze, und da haben wir tatsächlich die meisten, wir haben auch einige Silber, die stehen halt dementsprechend auch länger. Und das würfelt das Feld natürlich oftmals wild durcheinander. Wir sind im Moment bei einer Zeit, bei der Startnummer 5 angelangt von 1:24.908, und die Startnummer 5 ist das Auto, das pilotiert wird von jetzt Javier Loveras, dem Spanier, der aus dem Formelsport kam, aber auch schon in der asiatischen und europäischen Le Mans Meisterschaft unterwegs war. Der gast jetzt auch nochmal richtig an, hat Glück, dass der Pilot vor ihm genau gesehen hat, da kommt einer auf seiner schnellen Runde, und hat zweimal Purple in den ersten beiden Sektoren. Und wir hatten gestern Fahrzeiten bei den Besten von 1:18. Und da müssen wir ungefähr hinkommen, wobei die Zeit von Laurenz Höhr natürlich entsprechend stark war. Und Loveras fährt jetzt hier mit 1:20.660 zumindest mal für den Moment die absolute Bestzeit. Der nächste ist der mit kroatischen Wurzeln fahrende Kanadier. Das ist in der Startnummer 14. Das ist das Auto von MRS GT Racing, Marco Kekik, der
20 Jahre Junge und damals in den USA oder in der letzten Saison Formel Regionalmeisterschaft, so hieß die Serie, und hat sich dann entschieden, jetzt hier nach Europa, nach Deutschland in den Prototype Cup Germany mit einzusteigen. Reicht aber für ihn nicht, für den Kanadier, um an die Spitze zu gehen. Da haben wir nach wie vor Javier Loveras, den Spanier, in dem Jörg von Ommen Auto. Jetzt gibt es noch einmal Purple bei Loveras in seiner nächsten schnellen Runde im Sektor 1. Also er steigert sich, das haben wir aber gestern bei sehr vielen gesehen. Wieder Purple im Sektor 2. Und bei den anderen sehen wir überall grün. Das heißt, jeder ist schnell unterwegs und jetzt hat es einen da bröselt. Und zwar in das Pirelli-Schild hinein mit seinem LMP3-Boliden, hat dieses komplett zerstört. Sah erstmal richtig, richtig wild aus, die Unfallstelle, als er von der Strecke abgekommen ist. Aber ich gehe mal davon aus, alles, was da rumlag, war das Styroporschild von Pirelli. Loveras jetzt mit 1:19.920 der neue Schnellste. Und da werden wir gleich mal nochmal einen Blick drauf werfen, sicherlich mit den Kameras, ob das Auto dort aus eigener Kraft wieder wegfahren konnte und wie viel Unrat dort auf der Strecke zu sehen ist. Da sehen wir ein paar Teile liegen. Ich glaube, das war der Weg dorthin. War im Bild nicht zu sehen in Richtung der Hasseröder. Jetzt sehen wir es nochmal. Hier Ausgang der Hotelkurve. Dann der Vordermann fährt in die Wiese. Ah, zwei Rasenmäher auf der gleichen Mission unterwegs. Dann ging es einfach nur geradeaus. Volles Rohr in dieses Pirelli-Schild. Und dann auf dem Weg zurück zur Strecke. Dann war es das schon. Aber irgendeiner hat sich doch da weggedreht, oder? Von den beiden. Schöner Formationsflug. Der eine wollte unbedingt an dem Pirelli-Schild vorbei. War wahrscheinlich das Thema, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, aus was für Material das gebaut ist. Fahre ich mir besser dran vorbei, drehte sich dann auf die Strecke und der andere mittendurch. Aber gut weiter, kein Safety Car, keine Safety Car im Training, Hufstand, kein Safety Car im Training, sondern keine gelben Flaggen, keine Unterbrechung. An der Spitze 1:19.920, das ist Loveras, Julian Apotello, der Schweizer auf Platz 2, dann Catalano auf Platz 3. Safi vor Maron in der Startnummer 35. Das Auto von BHK Motorsport mit Elia Sperandio zusammen. Der ein ganz junger Mann, Elia Sperandio, aber der schaut jetzt zu, was Luca Maron dort momentan macht. Maximilian Hackländer, auch bekannt aus ADAC GT Masters Zeiten, genauso wie Konstantin Schöll, der ist 7. Kyrilla auf 8, Andersen, aktueller TCR Germany Meister, und wir haben jetzt eine neue Bestzeit von Vincenzo Catalano mit der 77 jetzt in die erste Position hineingefahren, und er fährt für DKR Engineering in einem Duquesne. Wir haben ja hier drei verschiedene Hersteller, Ligier, Duquesne und Ginetta, und wir haben aber für alle den gleichen Antriebsstrang, der von Orica vorbereitet wird mit dem Nissan V8, 455 PS, das Ganze bei 950 Kilogramm. Da geht es also schon mächtig vorwärts. Apotello, jetzt neuer Spitzenreiter, obwohl er einen dritten Sektor hat, der alles andere als optimal war. Aber in dem Fall wieder einer im Dreck. Oh, jetzt hoffen wir mal, dass der Konrad Bolide dort aus dem Kies rauskommt. Die 22, das ist das Auto, das pilotiert wird. Wo haben wir ihn denn? Von Maximilian Hackländer, ein Mann mit so viel Erfahrung. Und wenn der sich da eingebuddelt hat und jetzt mit der Bodenplatte nach der Schikane genau in der Abflugschneise steht, sind natürlich die Streckenposten dort schon mit der gelben Flagge unterwegs, und es wird sicherlich nicht mehr lange dauern, als dass dieses Training, das jetzt noch knapp 6 Minuten dauern würde, also zumindest mal unterbrochen wird, weil du hast einfach die Möglichkeit, nicht mehr dort in diesem Sektor eine neue gute Zeit zu fahren. Du darfst dich da nicht verbessern, so sagt es das Regelwerk, und schwupp, schon ist die rote Ampel gezeigt. Das hatten wir gestern auch, nur mit dem Unterschied, gestern waren es noch 2 Minuten 30 und heute sind es noch 5 Minuten 53. Und das Auto von Maximilian Hackländer, der im Moment auf der 10. Position liegt. Und da bin ich mir sicher, dass er in der 22 sich da auch das ein oder andere der Bonner anders vorgestellt hätte. 33 Jahre jung in der Ginetta von Konrad Motorsport. Der Monitor ist schon da. Woran hat es gelegen? Ja, ich sag mal, woran hat es gelegen? Da geht es über den Curb. Und dann haben wir in dem Curb eine Bodenwelle. Und die hat er schlicht und ergreifend, weil er sie an diesem Wochenende bestimmt auch schon, 78 Mal überfahren hat, einfach schlicht und ergreifend übersehen. Und dann kam der Gegenpendler in der Bodenwelle, weil das Auto vorher ganz leicht unruhig wurde und dann in der Welle,
kam er nicht mehr rechtzeitig zum Gegenzug und drehte sich dann raus und steckt genau mit der Bodenplatte auf dem Kiesbett fest. Die Hinterräder drehen durch, null Vortrieb. Das war's. Ende aus. Mickey Maus. 5 Minuten noch zu fahren, da bin ich mir relativ sicher, während der andere Konrad, Motorsportpolitiker, gerade eben vorbeifährt und dem Teamkollegen nochmal in die Augen schauen konnte, denn es war das Brisante an der Geschichte, dass Maximilian Hackländer tatsächlich nur am Rand des Kiesbett zum Stehen gekommen ist und da wäre dann auch jeder andere in diese Richtung aller Wahrscheinlichkeit nach hingeflogen. Jetzt wird er angehängt, sind ja nur ein paar wenige Meterchen zurück auf die Strecke, aber die Piloten und die Pilotin, wir schauen mal, was macht unsere US-Amerikanerin in der Startnummer 70. Courtney Crone fährt mit dem Gepard Motorsport. Ginetta momentan auf der 14. Position, 1:23.58 für sie, das heißt vorletzte Position. Da ist sie aber zumindest dran. Wolfgang Payer, der Österreicher in der Startnummer 12, ein wirklich einfach nur leidenschaftlicher Motorsportler, der für Race Experience Christian Hauser an den Start geht. Christian Hauser, Entschuldigung, ist der Teamchef hier. Und da sagt man mit Kevin Rorscheid zusammen, da haben wir einfach zwei wirklich, die für den Motorsport brennen, die aber nicht antreten, um persönlich Bestzeiten zu fahren, weil sie ganz genau wissen, das werden wir nicht hinbekommen. Aber wir sind dabei und wir wollen mitmachen und das ist ja auch wirklich aller Ehren wert. Maximilian Hackländer wurde mittlerweile aus dem Kies rausgezogen. Es muss er bloß noch vom Haken genommen und dann wieder aus eigener Kraft in die Boxengasse hineinfahren, ehe es dann gleich weitergehen wird. So, der Konrad Motorsport LMP3 mit der Startnummer 22 rollt. Maximilian Hackländer versucht hier, ja, das macht er wirklich sehr geschickt, einfach durch Schlangenlinien fahren, sich jetzt in dem Fall nicht die Reifen aufzuwärmen, sondern den Kies loszuwerden. Und das hat er gemacht an dieser Stelle, wo die Motorsportarena entsprechend unterbrochen ist mit einer Betonfläche, wo man so Streckenabschnitte bilden kann und da hat er kräftig gewedelt. Hat sicherlich noch den ein oder anderen Stein irgendwo im Chassis verborgen. Da wird ja unfassbar viel aufgesammelt. Das sieht man immer dann, wenn die Autos dann nach einem Abflug oder wenn sie dann zurückgekommen sind in die Boxengasse entsprechend, ja, rausgewischt, rausgeföhnt mit dem Laubsauger, alles was dazugehört und da könnte man schon einen mittelgroßen Sandkasten, den wir nicht mit Kies, aber in dem Fall nur von der Dimension her entsprechend füllen. Kleiner Kiesweg rein in die Boxengasse ist auf jeden Fall möglich. Lovaras Apertello, Catalano, Mauron, Safi, Marschalkowski, Andersen, dann Schöll. Da bin ich auch der Meinung, da wird noch einiges gehen oder sollte noch einiges gehen. Bei Konstantin Schöll, dem Österreicher, Guerilla, Hackländer, Van der Snell, Hauser, Lüthen, Crone, Payer. Also einige sind sicherlich mit ihrer Position im Moment noch nicht einverstanden. Wir haben übrigens gehört, dass um 9.15 Uhr die Session weitergehen soll. Und zwar über die gesamten 5 Minuten und 53 Sekunden. Und da wird es sicherlich mächtig zur Sache gehen auf der Strecke. Und da werde ich natürlich versuchen, entsprechend die Fahrzeiten in den jeweiligen Sektoren im Auge zu behalten, um auch dann anzukündigen, wo könnte sich noch eine richtig interessante Verschiebung ergeben. Wir haben Lovaras an der Spitze, der hat aber auch nur 0,075, also 75.000stel Vorsprung auf Apotello. Wir haben Catalano in der zweiten Position, Startnummer 77, DKR Engineering, das Team aus Luxemburg. Valentino Catalano auch erst 17 Jahre jung, wird im November dann 18, also kann vielleicht noch mit begleitetem Fahren hier an die Strecke fahren. Gut, da haben wir beim Motorsport mal ein Auge zugedrückt, da sagen wir, okay, wir
brauchen hier keinen Beifahrer. Da geht das schon deutlich früher als auf der Straße ohne Beifahrer. Aber eben einer der ganz, ganz Jungen. Und jetzt ist die Boxenampel wieder auf grün und sie scheren aus, wie die Hornissen ausscheren, wenn es was zu erben gibt. Was kann man hier erben? Wir können hier erben eine Pole Position und entsprechend gute Platzierungen hinter eben diesem Platz 1, hinter der Pole Position. Hoffen wir mal, dass alle ihre Sachen beieinander haben, sprich, dass sie auch das Gefühl dafür haben, dass der Michelin-Reifen jetzt wieder gleich funktioniert. Vielleicht in dieser Runde sollte es jedem gelingen und auch jeder gelingen, das Arbeitsgerät wieder in 100% vorbereitete Position zu bringen. Damit ist alles gemeint. Die Bremse braucht auch eine gewisse Temperatur und natürlich auch der Fokus des Piloten, der Pilotin. Jetzt muss es funktionieren, denn wie gerade eben schon erwähnt, der ein oder andere kann nicht ganz zufrieden sein. Da gibt es aber nur einen, der steht noch in der Box. Es gibt zwei, die stehen in der Box. Zum einen Maximilian Hackländer, zum anderen aber auch das Auto mit der Startnummer 5. Denn da sagt man sich, puh, was soll ich rausfahren? Ich bin auf Platz 1, mehr geht nicht. Da sollen die erst doch mal meine 1,19, 1,18 knacken. Oder auch nicht. Kaum sage ich es, fährt er raus. Ich meine schon, dass es die 5 war. War nur von hinten zu sehen, ohne Startnummer. Und Maximilian Hackländer, ja, das ist, wie ich gestern schon mal kurz erwähnt habe, immer dieses, ja, diese motorsportliche Erzählung, diese gestenreiche Erzählung, die wir gerade eben auch und Sie hoffentlich auch, liebe Motorsportfans, auf dem Großbildleinwänden gesehen haben. Man kann mit allen Körperteilen quasi dann in der Boxengasse erzählen, was gerade passiert ist. Man hat gesehen, das Auto wippte, wie er in die Knie ging und dann auf einmal kam der Gegenpendler und dann ging es mit zwei Händen voraus, so hat er das angezeigt, dann eben in den Börder Kies. Der andere Konrad, Motorsport, Bolide ist unterwegs. Konrad ja mit zwei Autos in diesem Jahr. Die 22, wie gesagt, ist raus und das andere Auto haben wir mit der Startnummer 2, Danny Safi, der US-Amerikaner, in Austin geboren. Am Nürburgring schon Klassensiege herausgefahren und er liegt derzeit an der 5. Position. Viel Zeit bleibt nicht mehr. Alle, die jetzt über Start und Ziel kommen, werden gleich attackieren. Das sieht man auch schon an der Gangart der Startnummer 2, dem H&R Spezialfedern. LMP3-Boliden von Konrad Motorsport mit Danny Safi. Jawohl, Lichthupe funktioniert auch immer ein gutes Zeichen dafür, dass man flott unterwegs ist. 29,7 im Sektor 1 ist nicht gut genug, um ganz vorne attackieren zu können, sicherlich. Wobei der zweite Sektor bei Safi dann mit Grün unterlegt, ganz klar aufzeigt, da geht es vielleicht zumindest mal nach Hause. Auch Lovaras ist draußen mit der Startnummer 5, wie schon gesagt, aber hat etwas länger gewartet als die anderen. Danny Safi in der 5. Position, verbessert sich also nicht, bleibt auf Platz 5. Hier sehen wir nochmal die Startnummer 2 über den Körb rumpeln. Danny Safi mit allem, was geht, das Auto unruhig, aber abgefangen und dann rechtsrum auf die Gegengerade. Aber es hat in dieser Runde schlicht und ergreifend nicht gereicht. Gereicht hat in dieser Runde für Konstantin Schöll. Der fährt nämlich auf die 6. Position, wird aber jetzt von Gary Hauser verdrängt. Denn Gary Hauser, der Schweizer, und die Zweitplatzierten von gestern fährt mit einer 1,20482 jetzt auf Platz 5 nach vorne. Da haben wir jetzt wieder, das wurde wahrscheinlich nur vom Wind auf die Strecke in Richtung der Hasseröder nach der Hotelkurve geweht, die Styropor-Einzelteilchen, diese Tausende, die da jetzt quasi auf der Strecke liegen, sollte aber nichts ausmachen, macht wohl auch nichts aus, denn Julien Apotelor, der Schweizer Sieger von gestern, der ist jetzt auf einer Mission unterwegs, nämlich mit Bestzeit im Sektor 1. Hier sehen wir das Auto mit der Startnummer 6, gegen gerade ist angesagt. Nächster Zeitmesspunkt ist die weiße Linie, die er jetzt überfährt. Welche Farbe haben wir da? Da haben wir eine 27,3. Das ist nicht gut genug. Ja, wobei, er ist nahe dran. 27,2 dort bisher die Bestzeit, die dort gefahren wurde. Er hat ja die absolute Bestzeit im Sektor 1 und kommt jetzt hier auf Start und Ziel wieder zurück. Der Jörg van Ommen bei Datalab. LMP3-Bolide mit dem Schweizer am Steuer und fährt eine 1,19, 1,79, das ist Platz 2, da war er schon, während Gary Hauser sich nochmal verbessern konnte, eine Minute noch in diesem Qualifying.
Pirelli fährt auf Platz 9 nach vorne. Was macht Courtney Crone, unsere US-Amerikanerin? Die 22-Jährige bleibt auf der 14. Position mit 1,23,54. Da fehlt ihr 1,5 Sekunden tatsächlich bis zu Matthias Lütten, der ja zusammen mit Laurenz Höhr gestern lange Zeit geführt hat und das Auto aus der Pole Position ins Rennen gegangen ist. Lovadas, jetzt der Spanier mit einem ersten Sektor, der Purple scheint, das heißt absolute Bestzeit. Wir sehen Apo Teloche, der nochmal attackiert, aber im ersten Sektor hat es für ihn nicht gereicht. Und Lovadas, da bleiben wir natürlich auf den Zeiten, genauso wie bei Julien Apotelor, der jetzt nochmal mit der Lichthupe signalisiert, hey Leute, macht mir die Bahn frei, Bestzeit im Sektor 2 für ihn persönlich. Lovadas in diesem zweiten Sektor, so lala, kommen sie jetzt gleich wieder zurück zu Start und Ziel. Und Lovadas, der ja in der Zwischenzeit auch auf Platz 2 liegt, könnte vielleicht hier nochmal den Angriff reiten auf die Bestzeit von Catalano, der in der Zwischenzeit mit 1,19,088 die Bestzeit übernommen hat, denn Lovadas war ja der Führende, aber für ihn geht es nicht nach vorne. Für Konstantin Schöll ist es Platz 6 im Moment. Aber wir haben noch den einen oder anderen, der BWT. LMP3 funktioniert wieder. Da gab es ja gestern eben dann den Abflug, fast identisch wie heute Maximilian Hackländer für Gustavo Kirilia, der zusammen mit Nico Göhler unterwegs ist. Auto war hinten ziemlich beschädigt, aber es hat gereicht, um hier wieder mitzuspielen. Aber Kirilia, in der 10. Position. Wo können wir noch was erwarten? Wir können noch was erwarten bei Catalano, denn der ist im ersten Sektor bester, im zweiten Sektor persönliche Bestzeit, ist ohnehin in Führung liegend. Hier haben wir die Startnummer 77, dieser orange-blau-schwarze Bolide, fährt ganz raus bis an die Körbnabe. Und was bringt er mit für eine Zeit? Es ist eine 1,18,888, damit im Moment der einzige unter 19. Das heißt, diese Zeit, die wir auch irgendwo erwartet haben. Catalano buxiert das Auto auf Platz 1 in diesem zweiten Qualifying. Und ich glaube nicht, dass da noch irgendeiner herankommen wird. Schauen wir mal drauf. Die Rundenzeiten, nein, alle haben den dritten Sektor absolviert. Hier sehen wir nochmal, dass Catalano, obwohl er in der vorletzten Kurve tatsächlich mit dem linken Hinterrad im Dreck war, aber dass er sich davon nicht hat beeindrucken lassen. Und hier sehen wir auch mal, auch in der letzten Kurve dachte er sich, was vorhin geklappt hat, probieren wir doch gleich nochmal. Es hat gereicht für 1,18,888. Herzlichen Glückwunsch, kann man da nur sagen. Alles richtig gemacht. Einer nochmal vehement draußen im Dreck gewesen. Sehen wir hier die Zeitlupeneinspielung. Kam aber dann quasi über die Styropor-Einheiten wieder zurück. Also das hat wohl Schule gemacht, dass wir heute mit den Prototype Cup Germany Autos entsprechend oft neben der Strecke waren. Die 77, Valentino Catalano, mit einer Bestzeit 1,18,888. Herzlichen Glückwunsch, können wir nur sagen. Mit der 5 dann in der zweiten Position, Javier Lovadas für Van Omen Racing mit einer 1,19,118, also 2 Zehntel gut der Rückstand. Julien Apotelon in der Start Nummer 6, das ist nochmal Van Omen Racing in der dritten Position. Gary Hauser hat sich auf Platz 4 nach vorne gearbeitet. Dennis Safi ist auf der 5. Position. Martin Andersen, der ist wie Dennis Safi allein unterwegs. Er sitzt im Mühlner Motorsport LMP3 auf der 6. Position. Konstantin Schöll ist 7. Lukas Mauron in der 8. Position, die Startnummer 35. Luca Maron fährt ja für BHK Motorsport. Und dann haben wir die folgenden mit Kekik, dem US-Amerikaner, Kirilla Hackländer, der dann nach seinem Abflug, den wir hier nochmal in Zeitlupe sehen, wir hier auch erklärt, dass er den Gegenpendler absolut nicht mehr halten konnte. Auch hier diesen Formationsabflug in die Wiese sehen wir nochmal wunderbar. Und wir haben Hackländer, Van der Snell, Lütten, Crone und Payer. Das soll es gewesen sein vom Prototype Cup Germany. Zweites Qualifying mit den neuen Piloten. Wir haben eine Startaufstellung und freuen uns natürlich auf das, was kommt, nämlich auf das Rennen dann heute Nachmittag um 15.40 Uhr. Gleich gibt es das Qualifying DTM, liebe Freunde. Da wird es sehr, sehr spannend werden. Gestern war es ja Frank Pereira, der einen Start- und Zielsieg eingefahren hat. Wir freuen uns drauf. Patrick Simon und ich werden uns dann natürlich aus der Sprecherkabine melden. Vorangestellt Tobi Schimon, unser Fan-TV-Reporter. Bis gleich.